Herzlich willkommen zurück zu Folge 22 meiner State of Decay 2 Serie in der Todeszone. Wir waren zuletzt mit Casey unterwegs. Wir heilen sie jetzt auch gerade noch, falls irgendwas dazwischen kommt. So, Gesundheit wieder voll. Wir haben immer noch den Abgesandten der Echo-Labore, den wir unbedingt aufsuchen müssen. 20 Minuten haben wir noch. Wir wechseln Charakter. Mit wem waren wir länger nicht unterwegs? Ich meine, brauchen tut keiner mehr das Ansehen. Oh, durch die Ballerei oben auf dem Turm scheint er sich da Möbel einstellen. Ach komm, Waffen. Irgendjemand. Achso, wie sieht es bei den anderen aus? Hat sich da irgendwas getan inzwischen? Nein, aber sie hat euch Schießen auch schon deutlich verbessert. Apropos, da habe ich gerade gesehen, Computerübertragung. Das schmeißen wir mal an. In der Werkstatt können wir mit Sicherheit Waffenüberreste verwerten. Bikerküche habe ich noch überhaupt nichts zu erzählen, aber im Moment ist zeitkritisch. 20 Minuten haben wir. Achso, wir wollten wechseln auf... Unsere normale Rotation ist ja Cody, Eisfisch, Marsh, Baker, Casey. Dann gehen wir auf Cody. Oh, hier ist aber dunkel. Was sitzt denn du im Dunkeln, Mädchen? Das ist nicht gut. Computerbildschirm als einzige Lichtquelle? Nee. Und überhaupt, wo hast du den Strom her? Wir haben überhaupt keinen Strom. Muss ich schimpfen mit dir? So, Echo Labs Händler, die sollten auch wieder ordentlich Einfluss haben. Da können wir auch wieder was verscherbeln. Der Rucksack kann weg. Die Bling Bling Puffs, das Lexikon, das Axel Deodorant und die Würfel behalten wir. Den Tagebucheintrag können wir wegschmeißen. Und Mama anrufen behalten wir natürlich. Also geht nichts über Mutter anrufen. Desinfektionsmaschine. Beschleunigt die Heilung teilweise Blutseucheninfektionen. Das brauchen wir nicht. Das ist pures Geld. Pestizide. Würde ich jemals in einem Garten Medikamente anbauen? Ja, ausschließen würde ich es nicht, also behalten wir das. So, hier, was brauchen wir auf gar keinen Fall? Snacks können wir verkaufen. Röhre mit Feuerwerk könnte man nutzen, halte ich für unwahrscheinlich. Straßenfackeln, ja. Zitrinalinpille, die können wir auch noch verkaufen. So. So, haben wir hier noch was? Ja, aber Inventar ist voll, reicht auch erstmal. Okay. Dann bekämpfen wir wohl erst Zombies. Das muss rein, wegen der Belastung. Den packen wir auch mal rein, ist auch schwer. Casey, geh mal. Wie schwer wird die? Minimales Risiko. Okay, 1-Minuten-Belagerung. Nichtsdestotrotz nehmen wir uns ein paar Kugeln. Ein bisschen Feuer. Und ein paar Dosenbomben. Ich erwarte wirklich nicht, dass irgendwas passiert. Not over yet. We've got more incoming. Ja, das ist wieder on point, das Schießen.
Beseitige die verbleibenden Zombies. Wo sind sie? Rein akustisch würde ich sagen, irgendwo da. We made it through. Let's be thankful for that. So, dann kannst du wieder weg. Hier nehme ich lieber leichte Armbrust, paar Bolzen mit. Und ab dafür. Drei hatten wir glaube ich ins Auto gepackt, ne? Oder vier. Warum habe ich jetzt so viel? Ach so, weil ich jetzt Reservebolzen mitgenommen habe noch. So, 15 Minuten noch. Sollte aber, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, auf jeden Fall hinhauen. So, dann mal los. This might be too much to carry. How's it going? Hallo, Rini. Let's see what you got. Sure. Ja. Die Echo X3 Repetierarmbrust. Beste Armbrust im Spiel. Würdest du erstmal meinen Kram kaufen, damit ich ein bisschen so, also die auf jeden Fall. So. Die anderen Echo-Waffen sind auch nett, aber wir sind jetzt schon auch wieder auf 1700 runter. Leichte Bolzen hat sie nicht. Zwei Granaten, aufgeladene Granaten für 100. Zombie-Köder. Zwei Stück für 20? Da sag ich nicht nein, also. Und auch die zwei für 100 finde ich okay. So, dann können wir die Snacks hier noch verkaufen. Hey there. You have anything you want to trade? Sure. Armbrust ausrüsten. Perfekt. Die hat nämlich ein Magazin mit 10 Schuss. Wiegt halt auch nicht nur 1 Pfund, sondern dafür gleich 5. Aber im Vergleich zu einer Standardarmbrust mit 8 Pfund ist das immer noch wenig. Und wie gesagt, man kann 10 Mal schießen, das nicht die ständige Nachladerei. Das war ein schöner Deal. Leute, wir haben hier ein Problem.
Ach, und ihr habt eine Horde, das ist auch okay. Dann macht erstmal die Horde platt. Lasst euch Zeit. Aber den Screamer solltet ihr schon erledigen als erstes. Ja, genau. Schieß mal auf den. Der braucht es. Was machst du draußen, Eisfisch? Katie ist auch draußen, obwohl die im Krankenbett sein sollte. Das sind diese Scheißgeister. Die scheiß Gepanzerten. Haben wir jetzt Ruhe? Rein mit euch. Ist Katie schon wieder runter von der Krankenstation? Die hatten wir doch vorhin reingesteckt, gerade erst. Ja, jetzt kann Eisfisch rein. Der ist auch gebissen worden, das haben wir ja gesehen. So. Du hattest deinen Turn. Laden wir eben gerade noch nach. Packen wir dann aber weg. Die haben gute Primärwaffen. Das reicht zur Basisverteidigung. So. Eisfisch ist in der Krankenstation. Der nächste in der Station wäre Marsch. Tendiere aber im Moment dazu, Katie zu benutzen. Die Dame braucht ja noch Erfahrung. Was ist überhaupt der Plan jetzt? Was habe ich denn gesagt? Achso, wir wollten erstmal, es ist dunkel. Ich möchte eigentlich nur die Umgebung looten. Mag jetzt nicht hier reinfahren. Das ist mir alles ein bisschen heikel. Dafür ist die Sicht nicht gut genug. Und zum Looten brauchen wir nicht Katie. Denn Marsch braucht auch noch. Komm, Marsch, du darfst. Oh, ich bin so froh, dass wir die jetzt haben. Das ist. Die kannst du mal ablegen. Dafür nimmst du die Schallgedämpfte mit den 16 Schuss. Ja, und selbst unser guter Marsch mit seinem schlimmen Rücken immer noch in leichter Belastung selbst mit der Echo X3. So. Mir keinen Marker setzen. Da finde ich auch so hin. Cardio gesetzt. Einfallsreichtum. Man sieht alle Zombies auf der Minimap in Kombination mit Kraftpaket. Ist natürlich. Also Kombination Einfallsreichtum Kraftpaket ist ideal, um solchen Herzen zu machen. Ich hätte das lieber auf einer Person wie Baker oder so gehabt, weil er ja den schlimmen Rücken hat.
aber dafür geht er fröhlich an die Sache. Step right up, Zeds. I'll knock you down. Genau, hau sie um, Marsch, du bist der Beste. Auf der anderen Seite. Oh, I like this. Packung Käsescheiben. Nach all der Zeit immer noch kein Schimmel. Diese einzeln abgepackten, industriell verarbeiteten Lebensmittel überdauern uns also hervorragend. Ich wollte doch sagen, ich habe doch hier schon irgendwas gehört. That'll do. Oh, was war das? Flasche mit gutem Whisky. Perfekt, um Hirnzellen stilvoll abzutöten. Achso, die Quest brauchen wir auch nicht mehr. Da fahre ich jetzt nicht nochmal extra hin. Na? Nickerchen. Well, there's nothing here but dust and cobwebs. Irgendwo ist ein Zombie. Schmieriges Automagazin, das hatten wir auch schon mal. Noch ein schmieriges Automagazin. Aber wir kriegen gut Parts hier, das ist auch hervorragend. Mr. Farrell? Da. Das ist doch wieder ein Pack gewesen. Das war doch mehr als einer. Die Prepper-Quest würde ich auch gerne machen. Und da war es das schon wieder mit dem Marsch, denn... Ja, der Schwierigkeitsgrad hat angezogen. Yeah.
Kraftstoffversager der Präparatante da unten. Feeling good and ready to work. Hui. Das ist ein ganzes Stück, aber sollte die Sache wert sein. Turnen die da draußen rum? Gefällt es ihnen in der Basis etwa nicht? So, Sidearm noch. Das ist ein ganzes Ecke, ein ganzes Stückchen da runter, aber... I sure hope the air ain't contagious around here. Maximaler Schwierigkeitsgrad, das schadet auch nicht. Wenn wir. Oh, da ist ja eine ekelhafte Horde. Ich wollte hier gerade gucken, ob der Obststand geclaimed werden kann. Das war meine Tür. Unschön. Fahren wir lieber direkt zum Prepper-Lager. Hey folks, I got an offer you can't refuse. Well, I mean, you can, but humor me. Uh-oh, guys, I hear a lot of zombies. Ja, ich auch. Well, if I could find my favorite gun, I guess I'd know she didn't make it out of here. Das mal wieder ohne Tür. Aber das war's, oder? Noch jemand? Oder hinten ist weit genug weg. Hier steht's nicht gut so. Stehen. Halt den Mund.
Bingo. Mir geht's noch gut. Ja, danke. Macht euch keine Sorgen. Alles okay. Deshalb ist die Prepper-Quest so toll. Und... Nein, raus da, Baker. Komm. Mag eh nicht. Ohne Tür rumfahren. Hier ist dann noch die Leiche der Prepper-Tante. Und wenn man dann richtig cheesy spielen will, dann nimmt man diese Waffe nicht mit, wechselt den Charakter, irgendwann kommt die Quest wieder und man kriegt wieder 3 Packsäcke. Spiel ich cheesy? Haben wir es nötig? Nee. Damn it, she's gone. If I'd only deciphered the plan faster, maybe I could have saved her. Now all I can do is make sure the supplies she left behind are put to good use. Eine der besten Waffen im ganzen Spiel ist nur eine 22er, aber der Zoom ist extrem und sie ist sehr leise. Ne, 1A, also das Ding ist Multo Bene. Aber wir wechseln wieder hier hin. Was schade ist an der Waffe, hat keinen Kammerverschluss. Halt halbautomatisch. Von daher kriegt sie Schaden. Und da das ein handgemachter Schalldämpfer ist, sehr viel Schaden. Man sieht jetzt schon, nach den paar Schüssen müssten wir 6 von unseren Ersatzteilen einsetzen, um das Ganze zu reparieren. Aber nichtsdestotrotz, klasse Waffe 1A, das ist so. Aber wir sind jetzt ganz schön voll, ne? Oder haben wir hier noch Platz im Kofferraum? Die Schrotti können wir da reinpacken. Oh, 15 Pfund, weg mit dir, ja, danke. Bisschen geht noch. Aber auch nur ein bisschen. Überlebendenaktivität. So, dann gehen wir doch mal gucken. Ja, so sind wir. Du hast auch so eine lustige gelbe Mütze, wie man oben rechts schon sieht. Dann gehen wir doch glatt mal gucken. Menschen mit lustigen gelben Mützen. Oder ist das eher ein Orange? Nee, Orange ist ja eher das Fragezeichen. Also für mich ist das eher ein Gelb. Get inside before you attract Zed. Einer kommt, 2 kommen. Alter Trick. Kurz bevor sie da sind, aussteigen und man kann gleich hinrichten. Denn die springen dann an die Tür und dann braucht man einfach nur noch zu lang. Have a good one. What? See ya. Wer sind denn die Offroader? Ja, mach den mal weg. Can't do it. Wer sind die Offroader? Die. Ja, die hätte ich eh gerne weg, ganz ehrlich.
Die sind... Ja... Aber brauche ich dafür eine Quest und will ich das jetzt machen? Im Moment sind sie mir egal. Was gibt's denn hier noch so Schönes? Vielleicht gibt es hier noch einen Packsack. Materialien könnten wir ja brauchen. Can't complain. Das deckt nichts von. Teile nehme ich auf jeden Fall mit. Wenn ich richtig gucke, würde ich tippen, dass hier, wenn dann der Packsack ist. Kümmer dich mal um das Klopfen da hinten, bitte. Mach doch einfach die Tür auf. Massiv belastet. Ich würde den Packsack gerne hier ins Auto packen. Was nehmen wir dafür raus? Den Sprit, der ist der wiegt nicht so viel. Denn die wiegt 7 Pfund. Der Sprit nur 3,5. Ja, los, okay. Eine Gärtnerin. Erika Shinawatra, genannt Ploy. Brauche ich eine Gärtnerin? Ich weiß ja nicht. Du kannst mal mitkommen. These guys are animals, plain and simple. And it's our job to put them down. Yay! After you. Got knocked back a bit, but I'm good to go. Get rid of that one. Yeah, machen wir. Mal ordentlich überfahren. Oh Mann. So, wenn man schon mal hier ist, kann man auch den Aussichtspunkt noch nutzen, aber wir sind schon deutlich über die Zeit. So dass ich mich hier und jetzt erstmal verabschiede. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Bis denne, euer Palzi.